In den letzten Tagen hat sich Donald Trump ein bisschen rar gemacht, aber heute Nacht hat er wieder einen rausgehauen, denn er droht mit einer Blockade der Stimulus-Maßnahmen, die jetzt ja wieder begonnen haben, respektive die Gespräche zwischen Republikanern und Demokraten, und schafft damit eine in jeder Hinsicht unschöne Perspektive für die Aktienmärkte, doch dazu gleich mal mehr. Wir haben gestern ja wieder einen starken Tag gehabt, vermutlich bedingt durch die neuen Zuflüsse in ETFs. Monatsanfang, da kommt ja immer frisches Geld in die Märkte, aber es ist dann ein bisschen runtergegangen zum Handelsende hin. Nicht dramatisch, aber eben die Gewinne sind ein bisschen abgeschmolzen. Jetzt kommen wir saisonal in eine eher ungünstige Situation. Zwischen jetzt und Mitte Dezember ist normalerweise die Performance der Aktienmärkte nicht allzu berauschend. Dann zieht sie wieder an, dann kommt eben wirklich diese Santa Claus Rally oder diese Jahresendrally, zumindest typischerweise saisonal. Und wir werden mal sehen, wie es jetzt geht. Jedenfalls ist da ein gewisses Störfeuer. Schauen wir uns mal an, was Sid Donald da getwittert hat. Er hat gesagt, hier, die Section 233, praktisch ein Schutz für Big Tech. Das ist eine ernsthafte Drohung für unsere nationale Sicherheit. Deswegen werde ich, wenn diese Section 230 nicht abgeschafft wird, alle Stimulusmaßnahmen blockieren. Und das ist natürlich jetzt unschön für die Aktienmärkte, denn entweder wird Donald Trump die Stimulusmaßnahmen blockieren, gestern ja die Gespräche wieder in Fahrt gekommen zwischen Republikanern und Demokraten. Da hat sich durchaus was bewegt, auch an den Aktienmärkten, als man erfuhr, okay, die sind jetzt wieder am Reden in Sachen Stimulus. Das war natürlich etwas Positives. Also entweder gibt es dann, bis Donald Trump aus dem Amt geht, 20. Januar, keinen Stimulus. Das wäre für die Aktienmärkte unschön. Oder es wird eben dieser Schutzschild, diese Section 230 abgeschafft. Was ist diese Section 230? Ein Gesetz, das im Jahr 1996 erlassen wurde, also als das Internet noch in den Kinderschuhen steckte, gewisserweise. Mit der zentralen Aussage, dass kein Provider hier treated as the publisher, also mit anderen Worten, dass kein Provider für die Inhalte wirklich verantwortlich ist, die irgendwelche User über diese Plattform streuen. Das bedeutet, es gibt eine Trennung zwischen etwa dem Betreiber einer Plattform, Twitter oder wer auch immer, und den Inhalten, die ein anderer User auf dieser Plattform schreibt. Das ist praktisch die Gründungsurkunde des Internets, wie es hier heißt. Key Law that allowed the Internet to flourish. Das war sozusagen das Kerngesetz, das dem Internet den Durchbruch verschafft hat, bestehend aus 26 Wörtern. Deswegen sagt man auch the 26 words that created the Internet. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es zeigt die immense Bedeutung, praktisch die freie Meinungsäußerung im Internet, im Optimalfall zumindest. Das will Trump abschaffen. Er ist ja sauer wegen Twitter, die immer Warnhinweise oder oft Warnhinweise unter seine Tweets packen etc., fühlt sich von den großen Medien nicht ganz zu Unrecht ein bisschen benachteiligt und will deswegen jetzt nochmal hier richtig dagegen schießen. Jetzt ist hier ja gestern dieses Proposal auf den Tisch gekommen, über 900 Milliarden Dollar. Da sollten vor allem Bundesstaaten und lokale Verwaltungen unterstützt werden mit 240 Milliarden, aber eben auch 300 Milliarden sollten in die Paychecks fließen, also für Arbeitslose, dass die dann praktische 300 Dollar bekommen pro Monat an Unterstützung. Diese Geschichten sind ja ausgelaufen. Seit August gibt es da kein Geld mehr. Wir sehen, dass die 30-jährige US-Staatsanleihe darauf reagiert hat. Die Anleiherenditen sind gestiegen, weil man sich sagte, okay, da ist natürlich wieder dann ein leicht inflationierender Aspekt dabei, da ist Stimulus dabei. Das wird sich auswirken, aber gestern Abend schon dann eine Einschränkung wieder. McConnell, der Führer der Republikaner im Senat, hat gesagt, naja, also besser doch keine Hilfen für Bundesstaaten und Lokalverwaltungen. Für Demokraten ein absolutes No-Go, denn es sind viele dieser Bundesstaaten wie auch der Lokalverwaltungen, die faktisch pleite sind, die Hilfe brauchen, sonst haben sie ein Riesenthema, die sind oft demokratisch regiert. Also das wäre sozusagen ein sofortiges Abwürgen solcher
Maßnahmen dann nur ein Monat additional in PUA und for jobless Americans, also praktisch nur noch ein Monat diesen Scheck, ein einziges Mal im Prinzip, beziehungsweise eben nicht länger, das ist der zeitliche begrenzt und viele andere Punkte, die für die Demokraten absolutes No-Go sind. Das heißt, diese Stimulushoffnungen, die fallen jetzt von zwei Seiten in sich zusammen. McConnell nimmt praktisch diesen Kompromiss zurück und kommt damit wieder auf seine Kernforderung, die um und bei 500 Milliarden an Stimulus umfasst hatte, aber eben nicht beinhaltet diese Hilfen, vor allem für Bundesstaaten und Lokalverwaltungen. Und von der anderen Seite kommt der Druck, weil Donald jetzt sich querstellt. Das ist eine schwierige Geschichte. Wenn Donald sich querstellt mit einem Veto, dann würde das Gesetz zurückkommen oder würde dieses Stimulus-Bill zurückkommen in den US-Kongress. Dann müssten sowohl im US-Repräsentantenhaus als auch im Senat zwei Drittel für diesen Bill, für diese Bill stimmen, damit praktisch das Veto von Donald Trump übertrumpfen, aber das ist unwahrscheinlich, denn die Republikaner wollen jetzt keinen gespaltenen Eindruck hinterlassen, jetzt vor den Senatsstichwahlen am 5. Januar. Also Stimulushoffnungen jetzt deutlich reduziert und auf der anderen Seite die Gefahr, dass Tech jetzt attackiert wird, dass die Tech-Aktien attackiert werden. Gestern Tech ja nochmal sehr, sehr stark. Das wird interessant. Wie nötig diese Stimulus-Geschichten sind, das sieht hier zum Beispiel in dieser Grafik, oder sieht man in dieser Grafik, über 8 Millionen, beziehungsweise jeder achte Amerikaner hatte gesagt, dass er in den letzten Wochen einmal oder mehrfach zu wenig zu essen hat. Das sind bei 26 Millionen Amerikaner, vor allem die mit Kindern, davon 16%. Das sind desaströse Zahlen, die haben jetzt wirklich ein richtiges Thema. Und jetzt blockiert es Donald, dem es natürlich nur um die lieben Amerikaner geht. Diese Bild, das ist natürlich nicht interessant. Gute Laune, ganz anders als in der Allgemeinbevölkerung, die teilweise hungert, hat die Wall Street. Wir sehen hier die Euphoria-Panic-Indikator hier von der Citigroup. Wir haben die höchste Euphorie seit Platzen der Immobilienblase in den USA. Wir sind jetzt auf Ständen, wie wir teilweise in der Dotcom-Blase waren. Da fließen verschiedene Parameter rein. Jedenfalls will Jerome Powell doch weiter stimulieren und das angesichts von Märkten, die schon derartig euphorisch sind. Wir haben jetzt insgesamt eine Situation in diesem Jahr, dass wir 109 Tage hatten, Handelstage hatten, an denen der S&P mindestens 1% gewonnen oder mindestens 1% verloren hat. Das ist der höchste Stand seit dem Jahr 2009, soweit ich sehe, einer der volatilsten Jahre, also die wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben. Dazu beigetragen hat auch diese ganze Geschichte mit Optionen, vor allem Call-Optionen, also Wetten auf steigende Aktien oder steigende Indizes über Optionen. Softbank war der große Wahl, dieser japanische Konzern. Die haben zuletzt nochmal richtig hier reingehauen, haben aber offenkundig mit diesen Trades Verluste geschrieben. Jetzt machen die Aktionäre Stress und sagen, so geht das nicht, mein Lieber. Lass das mal. Und jetzt werden diese Optionsgeschichten deutlich runtergefahren. Damit könnte ein kleiner Rückenwind für die Märkte, denn Softbank war fast immer auf der Call-Seite unterwegs oder ausschließlich auf der Call-Seite unterwegs, könnte dieser Rückenwind deutlich weniger werden. Kommen wir zu anderen Thema, kommen wir zu die Politik, kommen wir zu die neue Präsidentin in die USA, Joe Biden, der jetzt nochmal in einem Interview mit der New York Times diese America First Doktrin im Prinzip von Donald Trump fortsetzen will, wie er hier gesagt hat, we are going to fight like hell by investing in America First. Das klingt nicht so viel anders wie Donald Trump und er will auch die Zölle nicht sofort abschaffen gegen die chinesischen Waren, die in diesem Phase-1-Deal verabredet wurden. Schauen wir uns mal an, wie viel die Chinesen da faktisch umgesetzt haben von diesen Versprechen. Naja, nicht so wahnsinnig viel, etwas mehr als die Hälfte haben sie dessen gekauft, was eigentlich jetzt hätte gekauft werden müssen. Mein Gott, was war dieser Handelsdeal für ein Thema an den Märkten? Wie viele Rallies haben wir gesehen, weil dann plötzlich Handelskrieg-Optimismus herrschte? Für nothing, wie wir jetzt sehen, es spielt überhaupt keine Rolle, es hat nichts geändert. Was eine Rolle spielt, ist diese Grafik von Ray Dalio dagegen. Hier sehen wir den Aufstieg und den Abstieg von Supermächten, die fangen an mit einer neuen Welt.
Ordnung gewisserweise. Also es tritt eine neue Supermacht auf den Plan, Prosperity, alles blüht. Dann entsteht eine Debt Bubble, dann entsteht ein extremes Wealth Gap, also eine große Differenz zwischen den Wohlhabenden und den Armen. Dann platzt die Schuldenbombe, dann muss man Geld drucken und die Kreditvergabe aufblähen. In diesem Zustand sind jetzt die Amerikaner. Dann kommt es zu inneren Auseinandersetzungen. Dann kommt es zu einer politischen Restrukturierung, wie auch zu einer Schuldenrestrukturierung. Und dann beginnt alles wieder von vorne. Also die Amerikaner sind, wie hier Ray Dalio zeigt, schon über den Zenit längst hinaus. Die Chinesen sind kurz vor diesem Zenit, haben jetzt ja auch eine extreme Schuldenblase, vor allem der staatliche Unternehmenssektor. Faszinierende Grafik, wie ich finde, von Ray Dalio. Kommen wir zu den Corona, wird jetzt wieder ein Thema. Wir haben in Deutschland 17.270 Fälle, nicht so wahnsinnig viel, aber die Todeszahl mit neuem Rekord mit 487. Das ist ein klarer Aufwärtstrend bei den Toten. Das gilt auch für die USA. Hier sehen wir, dass wir 2473 Todesfälle hatten, die Hospitalisierungen jetzt gegen 100.000 marschieren. Und wir sind vor allem in Kalifornien wohl in einer schwierigen Situation. Hier spricht man von einer Hospital Crisis, also die Intensivbetten etc. werden knapp. Offenkundig werden neue Lockdown-Maßnahmen jetzt schon stark überlegt. Kalifornien ja mit Abstand der wichtigste Bundesstaat in den USA, vor allem was die Wirtschaftskraft betrifft. Das ist sozusagen so ein kleiner Kontrapunkt gegen die Euphorie an den Märkten. Kommen wir noch zu anderen Geschehnissen. Brexit, das wird sich auch bald entscheiden. Jetzt müssen Premier League Clubs eine Arbeitsgenehmigung für ausländische Spieler beantragen. Alle unter 18 bekommen keine Arbeitsgenehmigung, sodass junge ausländische Talente da nicht mehr eingesetzt werden können ab 1. Januar. Und 35% der Analysten erwarten, dass es keinen Brexit-Deal gibt. Und das wäre natürlich eine Hiobsbotschaft, vor allem für die deutsche Autoindustrie, die ja sich zunächst wieder erholt hatte, jetzt aber wieder den Blues hat ein bisschen. Wir sehen hier brandaktuell frisch praktisch den IFO vom IFO-Institut hier, die Geschäftserwartungen in der Autoindustrie, die sind ziemlich wieder nach unten geknallt, weil man sich sagt, das sieht jetzt wieder nicht so gut aus für die nächsten Monate. Wie sieht es für die Aktienmärkte die nächsten Monate aus? Das werden wir sehen. Jetzt auf jeden Fall haben wir eine neue Karte im Spiel durch Donald Trump. Stimulushoffnungen deutlich reduziert, Gefahr für die Tech-Werte deutlich vergrößert. Das könnte man vielleicht als Wahl zwischen Pest und Cholera bezeichnen. Beides nicht so toll. Die Frage ist, werden die Aktienmärkte das realisieren, dass ihre Stimulushoffnungen vielleicht doch jetzt wieder platzen und die Dinge schwieriger werden? Wir werden sehen. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Start in diesen herrlichen Mittwoch, meine Damen und Herren. Ich sage Servus und ciao.